Ja, endlich, der erste Schritt ist getan. Die Bundesregierung hat festgelegt, dass jetzt die Städte selber entscheiden können über ein Fahrverbot von Dieselfahrzeugen, die die Euro 6 oder neueren Euro-Normen nicht erfüllen. Finde ich total super. Es sollten auf jeden Fall möglichst viele Städte sofort und so schnell wie möglich dieses umsetzen. Ganz deutlich machen durch eine neue zusätzliche, zum Beispiel blaue Plakette oder wie auch immer. Und dies natürlich auch strikt kontrollieren und entsprechend Ordnungswidrigkeiten aussprechen an die Leute, die mit ihrem Fahrzeug in die Stadt fahren, obwohl sie nicht in die Stadt fahren dürfen. Gut, der nächste Schritt muss eigentlich unbedingt sein, ja, dass der Autokäufer extrem entlastet wird. Denn er ist jahrelang von den korrupten und betrügerischen und verlogenen Automobilisten, die einfach nur geldgeil sind, ja, und Umsatz machen wollen und Profit veräppelt worden. Und man hat ihnen angeblich Diesel verkauft, die die Euronormen erfüllen. Und das ist der nächste Schritt. Es muss unbedingt ein Gesetz her, das allein die Verantwortlichkeit auf die Verursacher, und das sind die Hersteller dieser Dieselfahrzeuge, abgewälzt wird. Und zwar komplett. Und jeder, der angewiesen ist und ein etwas älteres Dieselfahrzeug hat, Euro 4, Euro 5, und damit täglich in die Stadt fahren muss, zur Arbeit oder wie auch immer, der soll entsprechend entschädigt werden. Da müssen die Automobilhersteller die Kosten für die Nachrüstung auf AdBlue unbedingt übernehmen. Das geht einfach nicht anders. Und Leute, ich sag euch, kauft keine Diesel mehr. Selbst die neuen Diesel, die nagelneuen Diesel, ja, erfüllen zu mindestens 50% die Euro 6 Normstufen nicht. Ja? Kauft ja keinen neuen Diesel, kauft Benziner, kauft Elektroautos, kauft Gasautos, aber keinen Diesel. Ja? Und erst recht nicht von deutschen Firmen. Also, guckt euch um, was ihr kauft, wenn ihr euren alten Diesel oder ein altes Fahrzeug abgibt, aber Diesel ist im Moment ein No-Go. Ja, weil keiner kann euch garantieren, dass die neuen diese Normen erfüllen. Das ist immer noch genauso geschummelt und gemogelt und wie auch immer. Lasst euch nicht veräppeln, ja, von korrupten, einfach nur profitgeilen Firmen, ja. Und auch die Regierung, die soll sich nicht unter Druck setzen lassen, von wegen Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Wenn keine Diesel gekauft werden, werden mehr Benzinautos gekauft und die müssen auch gebaut werden, ja. Also es werden keine Arbeitsplätze verloren gehen. Und man sollte die E-Mobilität ausbauen, ja. Dann werden, falls Kapazitäten in irgendwelchen Firmen frei werden, werden halt die genutzt, um Elektrofahrzeuge herzustellen, ja, und zu verbessern. Also die Regierung und der Bundesgerichtshof, die müssen sich davon freisprechen und komplett von den Lobbyisten der Automobilindustrie und Ölindustrie abnabeln. Das geht nicht anders, ja. Die müssen neutral sein und vernünftige Entscheidungen treffen. Und dann muss man die Eier haben und sagen, wir lassen uns nicht mehr unter Druck setzen, ja. Und es werden auch keine Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist Pillepalle, ja. Das ist Nonsens. Ja? Es werden immer noch Autos gebaut, okay, dann werden halt mehr Benziner gebaut oder Gasfahrzeuge oder Elektrofahrzeuge. Der Bedarf an Fahrzeugen bleibt weltweit bestehen. Ja, und von daher kann ich nur jeden aufrufen, dort in die Richtung mitzuwirken und dafür zu sorgen, dass weniger Dieselfahrzeuge hier in Europa und speziell bei uns hier in Deutschland natürlich herumfahren. Ja, das ist mein Statement. Ich hoffe, andere sehen das genauso und können dies auch unterstützen.
Dankeschön. Ciao.